Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist mal wieder Jack Wolf Knives Zeit und ja, es ist wohl eine Zeit der großen Veränderungen. Die Blade Show in Atlanta liegt jetzt mittlerweile doch, ich glaube, 2 Wochen hinter uns. Und ja, dort gab es eine verrückte Neuerung bei Jack Wolf Knives. Das erste Messer, das kein Slipjoint ist. Ich habe ja die komplette Range einmal vorgestellt. Ich glaube, bis auf ein Modell sind alle auf meinem Kanal präsentiert worden, auch jeweils zum Zeitpunkt des Erscheinens. Heute werde ich es nicht schaffen, eine Premiere draus zu machen, denn leider Gottes bin ich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video und das Messer online gehen, gar nicht verfügbar. Das heißt, eine Premiere wäre zwar nice, aber was bringt das Ganze schon, wenn ich nicht dabei sein kann, um im Chat mit euch über das Gesehene und das Gezeigte zu quatschen? Dementsprechend nicht als Premiere, heute mal als reguläres Video. Die Messer wurden mir wie immer zur Verfügung gestellt, leihweise von Tools for Gents. Dennis, Richie, ganz, ganz lieben Dank dafür. Wir werden wie immer eines gemeinsam auspacken, werden uns die anderen im Vergleich anschauen, werden über die Besonderheiten sprechen und ja, das Ganze vielleicht einfach auch nochmal beleuchten. Kärtchen tue ich schon mal beiseite und ich würde sagen, bevor wir groß weiterquatschen, fangen wir doch einfach mal an mit dem Unboxing. Ja, es ist das Gunslinger Jack. Gunslinger ist mehr oder weniger so der Revolverheld im Wilden Westen. Hier haben wir eine Version in Fat Carbon, Dark Matter Gold. Das war jetzt ziemlich random. Ich habe einfach ein Modell übrig gelassen. Ich habe vier ausgepackt und das fünfte, das übrig war, das habe ich dann gedacht, das nehmen wir dann einfach als Unboxing vor der Kamera. Wie gesagt, das ist ein Fat Carbon. Damit sind es insgesamt drei Fat Carbon Farben, nämlich hier, wie gesehen, Dark Matter Gold. Wir haben Purple Haze, Arctic Storm und dann Camo Carbon, Toxic Green und Bazooka Pink. So, jetzt haben wir es. Ich musste nochmal nach links auf die Kartons schauen. Also fünf Farben. Es sind alle Fat Carbon bzw. Camo Carbon. Es ist kein Micarta dabei. Hier oben noch natürlich mein Benny's Clip. Das wird dann gleich auch zum Vergleich, was Größe und Dicke und Aufbau angeht, hernehmen werden. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir hier haben. Die klassische Box, wie immer, Modern Interpretation of Timeless Design. Da sind wir natürlich beim ersten Punkt. Jetzt haben wir kein Slipjoint mehr. Was wir genau haben, schauen wir uns jetzt gleich natürlich an. Aber da habe ich natürlich dann direkt ein paar Mails gekriegt. Ja, was ist da los? Und ja, der Verrat an der Idee und so weiter und so fort. Ich habe mir da in den letzten Tagen sehr, sehr viel Gedanken drum gemacht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist immer noch eine Modern Interpretation eines Timeless Designs. In dem Fall ist es wieder ein Gunstock-Pattern. Damit hat ja damals auch alles angefangen. Es ist halt kein Slipjoint mehr, aber nichtsdestoweniger ist es immer noch das, was Benjamin sich auf die Fahnen geschrieben hat. Nur halt schade für uns, weil dann nicht mehr so ohne weiteres führbar in der Öffentlichkeit, haben wir jetzt ein Messer mit einer Einhandbedienung. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. So, die Tube. Wie immer, Sean Tiffany Design. Hier der Jack Wolf als Gunslinger, als Revolverheld, das Gewehr über der Schulter, den Kragen hochgeklappt. Ja, genial. Ich finde, dass das alles so ein bisschen in Sandtönen gehalten ist. Finde ich richtig gelungen. Gunslinger Schriftzug in Rot auf Schwarz im Hintergrund. Ja, das passt alles. Das Design gefällt mir wieder außergewöhnlich gut. Dann haben wir wie immer den Pork mit dem gleichen Motiv. Und eingeschlagen diesmal in ein knallorangenes Tuch das Messer. Und innen liegend noch, kriege ich den jetzt ohne weiteres da raus? Nee, tatsächlich nicht. Der hat sich richtig schön der Form der Tube angepasst. Ich möchte den jetzt auch nicht knicken. Ist selbstverständlich auch noch der Sticker mit dem gleichen Motiv. Da drin ist er, aber der hat sich da so schön snug rumgelegt. Da komme ich jetzt nicht rum. Jetzt habt ihr vielleicht gemerkt,
Es gibt keine Leather Slip in diesem Fall. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Das Messer kommt nämlich mit dem Clip. So, falten wir das Ganze. Oh, was haben wir denn da? Wird gleich noch eine Rolle spielen. Wow. Wow. Also das ist mal ein wunderschönes Carbon. Heieiei, alter Falter. Okay, wow. Ja, ich muss gerade meine Begeisterung ein bisschen zügeln. Ich hoffe, das kommt nur annähernd über die Kamera rüber. Das ist ja ein absoluter Traum. Okay. Ja, ihr werdet es direkt gesehen haben. Wir haben einen Frontflipper, trotzdem Long Pull. Clip-Point-Klinge ist direkt zu erkennen. Stahl ist wieder S90V, hat sich ja die letzten Male sehr etabliert. Doppelte Bolster natürlich wieder integral. Wir haben diesmal einen farbig anodisierten Backspacer, natürlich Titan. Fantastisch mitverschliffen, fantastisch angepasst. Verarbeitungsqualität vom anderen Stern, ganz, ganz ehrlich. Und wir haben einen eingearbeiteten Pocket Clip. Hi, ist das sauber gemacht? Ist das wunderschön und sauber gemacht? Solltet ihr auf diesen Clip verzichten wollen, kommt natürlich dieses Insert ins Spiel. Das könnt ihr dann von innen ganz einfach verschrauben. Ihr habt eine saubere Lösung. Ihr habt immer noch den kleinen farbigen Klecks dann im Bolster, was natürlich wunderschön zum Carbon passt. Aber dann könnt ihr das Ganze ohne den 3D gefrästen Titan Pocket Clip nutzen. Die Spannung des Clips ist meiner Meinung nach prima. Er baut nicht zu hoch auf. Er ist absolut geradlinig gestaltet. Vorne die Nase geht weit genug hoch, dass man die auch über den Jeanssaum bekommt. Das passt meiner Meinung nach hervorragend. Ja, Klingenzentrierung, geschlossener Zustand, wenn wir schon einmal dabei sind, gehen wir auch alle Aspekte durch. Ja, Perfektion, Abschluss des Backspacers. Hier hinten Perfektion. Es ist ja diesmal nicht die Rückenfeder. Ja, und ihr seht, wir haben einen sogenannten Bolster Lock oder Subframe Lock, wie auch immer. Das heißt, der Frame Lock, Subframe Lock, Bolster Lock ist hier integraler Bestandteil von Platine und Bolster gleichzeitig. Verschraubt von außen, seht ihr noch, haben wir natürlich auch ein Edelstahl-Insert. Das soll dann die Abnutzung und die Reibung von Titan auf Edelstahl verringern, für eine smoothere Funktion sorgen. Das kennt ihr alles, das ist ja altbekannt. Ansonsten die Bolster wieder pincht und gefräst. In dem Fall, ja, flutet ist schon nicht der richtige Ausdruck. Das sind wunderschön scharfkantige, in Anführungszeichen scharfkantige Fräsungen. Sehr, sehr präzise gearbeitet. Auch das gefällt mir wunderbar. Das Messer kommt relativ massiv daher. Also es wirkt nicht so filigran und leicht wie mancher Slip Joint, wo natürlich jetzt das Benny's Clip nicht das allerbeste Beispiel ist, weil das auch eher von der größeren Sorte ist. Aber ihr seht schon, das Gunslinger ist da tatsächlich nochmal ein ganzes Stückchen massiver gebaut. Sehr interessant. Schauen wir uns gleich auch noch im geöffneten Zustand an. So, Funktionalität. Hier oben ein Jimping angebracht. Da kann ich euch direkt sagen, absolut top Grip. Wunderbar, das funktioniert einwandfrei. Und der kleine Überstand hier oben, der kleine Nupsi, ist natürlich dann fürs Öffnen über den Daumen. Ihr wisst, ich bin. Scheiße. Entschuldigung. Ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Fan von Frontflippern. Ich vermeide sie, wo es nur geht. Wie sagt man so schön, wie der Teufel das Weihwasser. Aber das Ding, das knallt raus, das ist absolut Bombe. Ja, aber. Habla. Langsam. Sehr schön gestaltete Clip-Point-Klinge. Die Klingenspitze relativ weit runtergezogen und eine sehr, 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 sehr lange gerade Schneide. Also Belly wirklich erst im vorderen Viertel der Klinge, ansonsten wieder der derbe Hohlschliff, komplett hochgezogen. Swatch über, ich würde sagen, knapp 50% des scharfen Teils der Klinge. Dreieckige Cutout als Schleifkerbe. Jack Wolf Knives gelasert auf der Front und S90V auf der Rückseite. Das war's mit den Markings. Handlage: zwei Finger hinten, zwei Finger vorne. Brutal gut. Fühlt sich absolut richtig an, fühlt sich richtig, richtig, richtig gut an. Das Jimping hätte meiner Meinung nach noch zwei, drei Fräsungen weiter nach vorne gekonnt für meine Hand. Mein Daumen würde definitiv weiter vorne liegen.
Ich muss hier schon in den Fechtgriff gehen, damit der Daumen weiter hinten bequem ruhen kann. Das ist aber ganz einzig und allein meiner Handgröße geschuldet. Ansonsten ergonomisch ein Top-Taschenmesser. Also wirklich, das sage ich nicht einfach so, das ist es. Und ich bin auch jetzt der felsenfesten Überzeugung, Benjamin ist hier seinem Motto treu geblieben. Also es ist definitiv eine Modern Interpretation of Timeless Design. Also ja, schade ist es natürlich für alle Slipjoint-Sammler, für alle, die gesagt haben, hier mit Jackwolf Knives kommt ein Slipjoint-Hersteller, ein reiner Slipjoint-Hersteller, der vielleicht, wenn man gerade einen Goldesel im Keller sitzen hat, auch sehr gut sammelbar ist. Aber ja, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt. Es ist ein nicht 42A-konformes Messer. Es ist eine Einhandöffnung mit Verriegelung. Sehr innovativ, wie man sagen muss. Natürlich ist der Bolster Lock in der Form. Ich muss gerade überlegen, ob ich überhaupt ein zweites Messer, ob mir spontan ein zweites Messer einfällt, das mit genau diesem Verriegelungsmechanismus daherkommt. So spontan fällt mir keins ein. Also das ist eine tolle Umsetzung einer neuen Idee. Und damit ist alles erfüllt, was Benjamin sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ich persönlich wäre natürlich auch lieber dabei, wenn es neue Varianten des Slipjoints gäbe. Das heißt ja nicht, dass die nicht kommen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Da werden wir uns auch überraschen lassen müssen. Einige Insider werden es natürlich wissen und wir werden es erfahren. Jetzt sind wir beim Gunslinger Jack. Heute am Freitag, den 16.06. 18 Uhr wird es online gehen, zeitgleich mit meinem Video. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was die Szene zu dem Messer zu sagen hat. Ich habe mir vorab kein einziges Video angeschaut. Ein paar der Videos, ein paar YouTuber werden ja vorab schon mit Messern versorgt. Die haben dann manchmal schon Zeit, 1 bis 2 Wochen das Ding zu testen. Bei mir sind es ja nur Modelle, die ich leihweise zur Verfügung gestellt bekomme. Das heißt, Test ist hier absolut ausgeschlossen. Was die Qualität und was die Schneideigenschaften angeht, brauche ich gar keinen Test. Die Klingen, die Benjamin verbauen lässt, der Anschliff, den Benjamin drauf machen lässt, so ultra dünn hinter der Phase. Es sind in der Regel 0,22 bis 0,25, 0,26 Millimeter hinter der Phase. Die schneiden einfach richtig, richtig gut. Ich erinnere mich, dass es mal mit dem Schneidwinkel ein ganz klein bisschen Probleme gab. Da war die Phase vielleicht ein ganz klein bisschen zu steil angesetzt. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Grund war. Da war wohl mal ein Modell, das schnitt nicht ganz so gut, wie man es erwartet hatte. Aber das ließ sich dann mit einer Änderung des Winkels auch super schnell beheben. Das heißt, gar kein Problem. Ich hatte mit den Bennys tatsächlich noch keine Probleme. So, wollen wir uns mal die anderen. Nein, wir schauen uns erst an, was die Maße angeht, was das Ding zu bieten hat. Wir haben eine Klingenlänge insgesamt von 8,2 cm. Wir haben einen scharfen Teil von 7,4 ungefähr. Diagonal, jawohl, 7,3, 7,4 Zentimeter. Wir haben eine, machen wir das mal erstmal geschlossen. Und wenn ich das hier alles auch noch ins Bild bekomme, eine geschlossene Länge von 10,4, 10,5 cm, also etwas mehr als 4 Zoll geschlossene Länge. Das bedeutet, geöffnet hat das ganze Messerchen dann eine Gesamtlänge von 18,7 cm. Also kein kleines Taschenmesser, definitiv aber auch kein großes Taschenmesser. Ich lege beide nochmal geöffnet übereinander, Schrägstrich untereinander und dann gucken wir uns nochmal an, was das im direkten Vergleich bedeutet. Da sehen wir, dass das Bennys wirklich nur wenige Millimeter kürzer ist als das Gunslinger Jack, also was insgesamt den Aufbau, die Größe angeht. Und ihr seht es auch an der Klinge, an der Schneide. Da ist also tatsächlich, ihr wisst genau, was ihr erwarten könnt, wenn ihr dieses Messer bestellt. Wenn ihr jemals eines von Bens Messern in der Hand gehabt habt, dann wisst ihr ganz genau, was euch hier erwartet. Ja, wir lassen es mal offen. Dann wird es schöner mit den anderen. Nehmen wir das Arctic Storm, die blaue Variante. Auch immer wieder ein Augenschmaus. Arctic ist in Fettkarben. Die sind ja, also da muss ich sagen, das ist definitiv mein Favorit. Ich freue mich unheimlich, dass ich das als
als Modell für für das Unboxing hergenommen habe, zufälligerweise. Arctic Storm, sehr, sehr cool. In dem Fall dann Clip in Blau. Dann haben wir Purple Haze. Ich muss zwischendurch immer mal wieder gucken. Purple Haze, auch traumhaft schön. In dem Fall lila Clip. Tolle Variante. Dann kommt als nächstes Toxic Green war es, nicht Jungle, sondern Toxic Green. Schwing. Auch mit dem grünen Backspacer und dem grünen Clip auch eine richtig, richtig coole, richtig gelungene Variante. Passt auch immer wieder so Toxic Green so ein bisschen ins 80er-Thema. Die Neonwelle, die Neonfarben der 80er Jahre, was Aufkleber, T-Shirts und so weiter anging. Neon war ja das Nonplusultra Ende der 80er. Finde ich auch immer wieder richtig geil. Und dann haben wir noch Bazooka Pink, was dann überraschenderweise nicht mit einem pinken Spacer und Clip daherkommt, sondern mit Blau. Sehr cooler farblicher Kontrast, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich bleibe dabei, Purple Haze und das Gold sind auf jeden Fall meine beiden Favoriten. Aber richtig, richtig nice. Auch hier der farbliche Kontrast. Ich habe es versucht, das Ganze mal ein bisschen sanfter, ein bisschen lockerer zu öffnen hier. Auch sehr, sehr cool der Kontrast zwischen Blau und Pink. Jetzt wird ein bisschen der Platz knapp, das heißt, das Pinke lege ich jetzt einfach mal geschlossen hier unten hin, damit das alles noch ins Bild passt. Gewicht schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Vielleicht machen wir auch mal wieder den Vergleich zwischen Fettcarbon und Carbocarbon, ob es da wieder einen Gewichtsunterschied gibt. Wobei von Carbon zu Carbon erwarte ich jetzt nicht, dass da irgendwas Dramatisches passiert. Dementsprechend, ja, kurzer Blick aufs Gewicht. Machen einfach alle fünf und dann sehen wir, ob es da große Abweichungen gibt zwischen den Modellen. Wir beginnen mit Gold. 82,7 Gramm für ein Messer von fast 19 cm mit Frame bzw. Bolster Lock in der Konstruktion. Also ganz ehrlich, Top-Wert. 82,5. Das Toxic 83,3, also die Unterschiede sind im Zehntelbereich. Purple Haze 84,6, dann tatsächlich ein ganz klein bisschen schwerer. Und das Arctic Storm 85, wow, also jetzt übertreiben sie es aber. Ja, jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Was sagt ihr zum Gunslinger Jack? Habt ihr mit was anderem gerechnet? Seid ihr der Meinung, den Weg zu gehen zu Einhandmessern ist der richtige Weg oder ist es der falsche Weg? Oder seid ihr begeistert von der Idee? Findet ihr, dass es Zeit war, dass da mal was passiert, dass so viele Slip-Joints hintereinander weg vielleicht am Ende auch ein bisschen langweilig waren? Schreibt doch bitte einfach mal unten in die Kommentare, wie eure Meinungen dazu sind. Das ist für mich interessant, aber noch viel, viel interessanter ist es natürlich für unsere Händler und für Benjamin selber, einfach mal zu hören, zu erfahren, wie denn die Szene, wie die Community drauf reagiert, wenn jetzt ein völlig anderes Konzept plötzlich passiert. Ich muss sagen, mir gefällt das Messer sehr gut. Ich bin kein großer Fan vom Gunstock-Pattern. Die Handlage, also optisch, die Handlage ist brutal gut. Die Aufteilung hier von etwas breiteren Teil des Griffes zu etwas schmalerem Teil des Griffes, der repräsentiert natürlich den Gunstock, also den hinteren Teil, den Griffteil des Gewehres. Das funktioniert in der Hand absolut hervorragend, dass die Klingen funktionieren, wie gesagt, das wissen wir auch. Der S90V ist ein toller, toller Stahl, übrigens hier auf etwa 61 HRC gehärtet. Also auch da eigentlich alles, wie man es sich wünscht. Also sagt doch einfach mal, findet ihr die Idee gut, findet ihr die Idee weniger gut? Glaubt ihr, dass das der richtige Weg ist? Sagt einfach mal eure Meinung. Ich bin nach langem Überlegen der Meinung, dass das absolut in Benjamins Konzept reinpasst, dass das funktioniert, dass das neben den Slip Joints eben genau die Philosophie trifft,
Modern Interpretation of a Timeless Design. Dass hier was Neues probiert wird, dass hier wirklich innovativ gearbeitet wird, finde ich auch gut. Wie gesagt, ich liebe die Slip Joints, sind meine absoluten Favoriten und ich nehme auch quasi nichts anderes mit als meine Slippies. Aber nichtsdestoweniger kann man ja wertschätzen, was Neues passiert. Und das hier ist meiner Meinung nach ein ziemlich großer und ziemlich gelungener Wurf. Aber wie gesagt, haut mal unten rein, was ihr davon haltet. Ansonsten bleibt mir zu sagen, ganz, ganz lieben Dank raus an Tools for Gents für die Leihgabe. Danke an Benjamin für den immer wieder tollen Kontakt. Ganz, ganz feiner Kerl. Euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.